Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und ein Top-Review für euch. Ja, ein kleines Highlight für mich persönlich und auch ein kleines Novum, weil was ich hier eigentlich fast nie bespreche, sind Live-Alben. Und wir machen jetzt eine Ausnahme und zwar hiermit. Triumph of Death mit Resurrection of the Flesh. Warum die Ausnahme? Ganz im Ernst, weil mir es so viel bedeutet. Weil Triumph of Death ist die heutige Formation von Tom G. Warrior, um Hellhammer zu würdigen. Quasi ein Tribut an Hellhammer, ohne dass sie jetzt so tun, als wären sie noch Hellhammer, weil dazu gehörten noch andere Charaktere, die nicht mehr an Bord sind, teilweise vielleicht sogar nicht mehr leben. Und da hat Tom G. Warrior den einzig richtigen Move gemacht, letztlich einen neuen Namen abgeleitet, Triumph of Death, aus einem beliebten Claim von Hellhammer genommen, um Hellhammer aber die Songs halt noch zu worshipen sozusagen und zu präsentieren. Ich habe die tatsächlich auch, ich glaube 2019 war es, in der Essen in der Zeche Karl live gesehen und konnte mir deswegen auch von diesem Live-Mitschnitt ein eigenes Bild machen. Und man muss einfach sagen, Live-Alben sind anders zu bewerten als neue Alben, weil man bekommt ja nichts Neues. Man bekommt im Normalfall Songs, die man kennt und die Mechanismen, woran du ein Album dann bewertest, sind beim Live-Album ganz andere, ne? Weil die Songs sind bekannt. Das heißt, es geht eher um, wie kommt das live rüber, wie sind die Songs inszeniert, profitieren die davon, klingen die einfach nur wie Studio, dann brauchst du auch kein Live-Album und. Wie ist die Songauswahl und so? Das sind die Sachen, die Attribute, an dem ein Live-Album, wie ich finde, halt auch rezensiert werden muss. Und das ist so ein bisschen, die Vorschau, denn ich bin ein absolut sensationell riesengroßer Hellhammer-Fan und ich habe mir mal ganz teuer Kopien dieser Alben, die mal dann rausgekommen sind, geschossen, dieser ersten, Releases, das sind ja nie Alben gewesen eigentlich, das ist ja Triumph of Death, Satanic Rites, Death Fiend und die Apocalyptic Raids, die halt irgendwie rausgebracht haben, eine Mischung aus Demos, EPs oder sowas wie Alben, alles nicht so richtig zu Ende definiert, aber man muss sagen, Hellhammer hat natürlich dadurch ein begrenztes Sammelsurium an Songs. So, und man muss auch sagen, die haben ein paar echt auch trashige Songs, muss man ganz klar auch sagen. Also die sind halt sehr proto-metallisch unterwegs gewesen und was sehr spannend ist, 40 Jahre Unterschied liegen dazwischen, ungefähr. Ne? Anfang der 80er waren Hellhammer unterwegs, teilweise über 40 Jahre. Das ist jetzt ein Live-Album 2023 rausgekommen, aber auch 2023 aufgenommen. Es ist ein Zusammenschnitt aus mehreren Konzerten. Das ist nicht ein Konzert gewesen. Das finde ich schon mal etwas schade. Ja, hier steht es auch. Discography 83 sind die Demos rausgekommen. Death Fiend, Triumph of Death, Satanic Rites, 84 Apocalyptic Raids und dann haben sie nochmal eine Compilation 84 gemacht. So, und noch irgendwelche anderen Releases danach. Das ist hier schon aufgeführt und das ist ein Zusammenschnitt aus, hier steht's, aus dem Hell's Heroes Festival Houston, Texas, USA, 23. März 23, Dark Easter Metal Meeting, München, 9. April 23, SWR Barros Cellars Festival in Portugal 23. Also aus dem Frühjahr 23. Aus drei Mitschnitten, das finde ich schon mal okay. Ich finde es immer ein bisschen schade, tatsächlich bei Live-Alben, wenn es nicht ein Konzert ist. Ich liebe es ja, dieses Nicht-Perfekte von einem einzigen Auftritt mit all seinen Ansagen, mit all seinen Facetten eines Live-Auftritts so präsentiert. Das ganze Ding hat jetzt 12 Songs oder 12 Tracks mit 56 Minuten Spielzeit. Die Setlist dieses Live-Albums sieht wie folgt aus. Weil wie gesagt, die Songs sind ja alle bekannt, ist nichts Neues. Es fängt an mit The Third of the Storms, guter Opener, Massacre, Maniac, Blood Insanity als vierter Song, dann Decapitator, Crucifixion, der große Hit von denen, Reaper, Horus Aggressor, dann als achter Song schon, neunter Song Revelations of Doom, zehnter, der große Hit, Messiah. Dann als Song 11, Visions of Mortality. Das ist ganz spannend, weil als ich damals Triumph of Death in Essen gesehen habe, ich habe es immer als Celtic Frost Song abgespeichert, aber es ist sozusagen der letzte Hellhammer Song, hat Tom G. Warrior damals erwähnt. Es ist so, dass dass der halt unter Celtic Frost rausgekommen ist, aber de facto ist es der letzte Hellhammer-Song, der geschrieben worden ist. Deswegen hat er immer betont, das ist eigentlich ein Hellhammer-Song. Und dann der letzte Song, natürlich Triumph of Death, sozusagen die Hymne, die selbstbenannte Hymne.
der eigenen Band. Wer ist das Line-Up aktuell? Und zumindest hier. Also es ist natürlich Tom D. Warrior am Bass, Jamie Lee Cusick, André Mathieu, Guitars und Vocals. Ganz spannend, weil er auch Vocals übernimmt. Und Tim Isovay an den Drums. André Mathieu, tatsächlich spannend. Er übernimmt hier die Rolle von Steve Warrior. Und der nicht mehr an Bord ist. Ich wüsste, was der macht. Das ganze Ding wurde produziert von Visantura, der auch bei Triptychon dabei ist. Dark Fortress Gitarrist, der so ziemlich alles da unten produziert, muss man sagen. Aber einfach einen guten Job leistet. Denn wie klingt das? Es klingt gut. Du hast hier eine schöne Mischung aus diesem kernigen, holzigen, warmen Live-Sound. Sehr bassig das alles. So war der Sound aber auch damals. Du merkst, der ist in die heutige Zeit transportiert worden. Die Gitarren sind nicht mehr so völlig verschrammelt, wie natürlich vor 40 Jahren. Du merkst, das ist die aktuelle Tom G. Warrior Gitarre, wie er so ein bisschen halt auch bei zuletzt Celtic Frost klang oder auch bei Triptychon, die ist fett. Man hört aber auch die zweite Gitarre schön, sehr bassig, du hörst den Bass schön raus und die Drums gehen einfach nur auf die Nuss. Sehr schön ab, vom Ton her abgenommen, muss man ganz klar sagen. Die Setlist habt ihr, es ist mit 12 Songs, 56 Minuten Spielzeit, aber in kurz, finde ich, aber... Das ist auch witzigerweise 1:1 die Setlist, die ich damals in Essen genommen habe. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, 1:1 die einzige Setlist, die Triumph of Death aktuell hat. Kann man sagen, ist das nicht ein bisschen kurz? Fehlt da nicht was? Naja, Hellhammer hat halt auch eine Menge sehr trashige Songs. Und wenn man mal die Songs, und ich kenne glaube ich alle von denen, zumindest die so rausgebracht haben, mal durchgeht, möglicherweise fehlen hier Songs wie Bloody Pussies oder so, aber das sind halt auch echte Trash-Songs. Die Creme de la Creme der Songs, die besten Songs, sind hier weitestgehend schon rausgenommen. Ich vermisse nämlich tatsächlich nur zwei Tracks. Und das ist Satanic Rites, der ist nämlich nicht da drin, und Uranimos, der ist leider auch nicht da drin. Der ist auch ganz cool. So, und ansonsten ist eigentlich alles gegeben. Die großen Hits, Messiah Crucifixion sind dabei, Horus Aggressor ist dabei, auch trashige wie Massacre oder Decapitator, die einfach nur auf die Nuss gehen, sind dabei, wurden alle mit rübergenommen. Finde ich gut, deswegen passt es soweit von der Setlist. Und 56 Minuten Spielzeit, man hört hier quasi keine Ansagen. Das große Geschwaddel, womit man natürlich sehr viele Zeit ja auch schinden kann auf so einem Live-Album, bleibt hier aus. Es sind höchstens Ansagen der Songs. Inwiefern das natürlich geschnitten worden ist, weiß man nicht. Denn die Songs sind halt, wie gesagt, von insgesamt 3 Shows. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das macht die Sache nicht so transparent, nicht so echt. Weil es wird dann doch immer wieder so ein bisschen, da klang es ein bisschen besser rausgecuttet. Ich weiß nicht, wo die Übergänge sind. Das ist aber gut wie schlecht. Denn tatsächlich hört man es nicht. Es klingt wie von einem Konzert. So, ich erinnere mich da immer an so ein Blind Guardian Live-Album, das es mal gab, wo es deutsche, englische und spanische Ansagen gibt. Da weißt du, du bist einfach woanders unterwegs. Das wirkt wirr. Es ist ein sehr gutes Live-Album, will ich eigentlich sagen. Aber es wirkt wie aus einem Guss. Es ist eine Tour gewesen. Insofern passt es für mich. Es wirkt einfach, du hörst nicht, das ist jetzt München, das ist jetzt Dark Easter, das ist jetzt Portugal, USA. Das sind auch mal echt, ne, also gerade auch 2 verschiedene Kontinente. Es klingt wie aus einem Guss. Insofern ganze Arbeit geleistet. Klingt wirklich gut. Dadurch, dass keine Ansagen sind, wird hier auch keine Zeit geschunden. Und mit 12 Tracks sind wir dann hier einfach gut unterwegs. Man muss einfach sagen, es sind da einfach wie Massacre oder Decapitator Songs bei, die knapp über 2 Minuten gehen, weil die gehen einfach auf die Omme. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Triumph of Death wird hier weit über 10 Minuten gerissen. Den ziehen die richtig lang. Allein das Intro geht mehrere Minuten, wo die einfach nur die Gitarre kurz stehen lassen. Und das machen sie hinten auch nochmal. Der Song ist ja auch ein bisschen schleppend, den bauen die aber nochmal langsamer auf. Ist der eine Hymne, finde ich da auch okay. Es wird aber auch ein bisschen Zeit geschunden, muss man dazu sagen. Wie gesagt, mir fehlen 2 Songs hier. So, ansonsten ist ja eigentlich alles bei. Deswegen finde ich über die Länge und das Konzert, wie das so ist, kann man eigentlich nicht viel meckern. Wie gesagt, war die Setlist, die man damals hatte. Nur Satanic Rites, noch mehr als Uranimos. Aber Satanic Rites, das wäre schon noch cool gewesen. Aber sowas wie Bloody Pussies und Death Fiend und so, das sind teilweise schon auch trashige Songs. So, das Schöne ist jetzt hier, ne, klar, Songauswahl ist 1, Hammer, Haken dran. Die ist wirklich sehr passend gemacht, muss man sagen. Das, was bei einem Live-Album aber auch immer ganz wichtig ist, ist, wie ist die Präsentationsfläche? Ne? Also, wie ist, ja, wie profitieren die Songs von dieser Live-Auswahl? Und das ist natürlich insofern spannend, weil du hier 40 Jahre zwischen hast. Ne? Also, die spielen Songs, die 83 released worden sind, 2023. Und
ich finde, viele Songs sind gut gealtert. Also ich finde sowieso, dass die gut gealtert sind. Dafür, dass das, muss man sagen, Stumpf ist Trumpf. Messiah ist der erste Song, den ich auf der Gitarre gelernt habe. Das war neben dem Ramones Blitzkrieg-Pop, wenn ich nicht lügen bin. Aber was Richtung Metal ging. Und den spiele ich bis heute liebend gerne. Wenn ich mit meinem Bruder mal wieder im Proberaum zusammenkomme, Messiah spielen, macht einfach super viel Laune. Es ist ein bisschen Proto-Black Metal, ne? Das ist halt erste Welle. Aber ich finde, dass die Songs sehr gut gealtert sind, weil die stumpf sind, aber halt tatsächlich auch immer noch ganz schön viel Power haben. Und die Power ist mitgewachsen. Also du hast jetzt natürlich zwei Gitarren hier. Die Songs, alle sind deutlich fetter. Viele Songs finde ich, gerade die auf die Fresse-Songs, Decapitator, Massacre, Set of the Storms, das sind Songs, die kommen einfach gut rum. Tom G. Warriors Stimme ist einfach älter, die ist kratziger, die hat mehr Tiefe, der ist nicht mehr so hoch, wie der damals war. Kommt aber in so Momenten, gerade bei Heroes Aggressor, kommt der immer noch mal, dann kommt das eher nicht dieses Thrash-Metal, sondern einfach in so einen, eher so einen Schreien, was fast Richtung Black-Metal geht, profitiert das von. Und ich finde, der hat mit seiner tiefen Stimme kriegt das halt eher so ein, ja, klingt jetzt blöd, aber so einen motorheadigen Touch, eher was Rotziges, was den Rock'n'Roll-Faktor von den Songs einfach, den die ja ohne Frage haben, unglaublich unterstützt. Und ich finde, dadurch wirkt es gut gealtert. Es wirkt gut in unsere heutige Zeit transportiert. Und auch ohne zu verstecken, dass jetzt klar, das sind 40 Jahre zwischen, was schon krass genug ist, weil wie gesagt, kompositorisch wirken die immer noch super jugendlich, die Songs. Finde ich super klasse. Aber welche Songs profitieren wirklich davon, wie sie heute dann auch transportiert worden sind? Weil manche gehen halt 1:1 ja, weiter so daher und manche profitieren vielleicht ein bisschen mehr drum. Und ich finde, der absolute Gewinner ist Blood Insanity, weil der ist in seiner ursprünglichen Form super trashig. Auch dieses Gitarrensolo und dann immer dieses und in seiner ursprünglichen Form wirkt er dadurch ein bisschen dünn, weil er immer nur von diesem Einschlag lebt und eigentlich die ganze Zeit fast nur eine Note spielt. Aber dadurch, dass das hier so super, also deutlich fetter klingt mit zwei Gitarren, mit der aktuellen Warrior-Gitarre halt, profitiert der Song tierisch. Ich finde, der hat viel mehr Power, der geht super ins Face und der kriegt eine ganz, ganz andere Tiefe. Dieses ursprünglich Trashige, was der mal hatte, wird hier völlig abgelegt, dadurch, dass der eigentlich was Wirres dadurch hat und ein richtiger Banger wird. Der wird ein richtiger Banger. Auch dieses trashige Solo, wie ich es so schön genannt habe, das wird richtig, richtig, das hat irgendwie so was... Was Mystisches kriegt der Song fast dadurch. Der kriegt eine emotionale Tiefe, der kriegt eine Mystik. Und das ist super, super krass. Das ist wirklich super krass. Zwei weitere Songs, die profitieren, sind Triumph of Death. Weil die den so lang ziehen, kriegt der was unglaublich Doomiges und dadurch auch eine emotionale Tiefe. Das ist auch absolut gewollt. Das ist das Aushängeschild. So hat die Band sich benannt. Und das muss man dann einfach auch so sehen. Da haben die einfach mehr draus gemacht. Aber zwei weitere Songs, finde ich, sind hier noch zu nennen. Das eine ist nämlich Messiah. Messiah ist eigentlich stumpf und schnell nach vorne. So schnell kommt der hier gar nicht daher. Aber der hat ja häufig dieses E, das er stehen lässt. Dieses down, down. Und dann sagt er erst Messiah, Messiah. Und dadurch, dass der Song so proto und so stumpf ist, bietet der unglaublich viel, wie soll man sagen, so ein bisschen Varianzpotenzial. Und diese stehenden E's, die der macht, die machen die irgendwie, ich weiß nicht, ob die dabei irgendwelche isolieren, die werden unglaublich fett. So, die werden unglaublich fett und sehr diffus. Und dieses Versetzte mit World War 3 und verspätet Messiah brüllen und das und dies, bringt den Song unglaublich viel Varianz rein, macht ihn so ein bisschen unberechenbarer, als wenn man ihn eigentlich kennt, und nutzt diese Freiheiten, die dieser Song einfach bietet, weil der ja sehr einfach eigentlich ist, sehr lang dabei und sich immer wieder wiederholt und immer dieses versetzte und diese stehenden E's, wie ich schon gesagt habe, diese stehenden Gitarren, die da einfach irgendwie so diffusen, nutzen die diese Potenziale, dieser Song hat, diese Freiheiten, diese Variantenmöglichkeiten, nutzen die aus, um den Song einfach noch tiefer zu machen. Und das andere ist tatsächlich, was ich auch noch sehen will, was hier sehr profitiert, ist der Song Horus Aggressor, den ich aber in seiner ursprünglichen Produktion einfach immer nicht fett genug finde, dafür, wie geil der eigentlich ist. Ich finde, die Gitarre da war da immer mir ein bisschen zu dünn. Und dieses Aggressor, Aggressor, und dadurch, dass die Gitarren hier so fett sind, kriegt der Song die Fettigkeit,
die der eigentlich benötigt und früher vielleicht einfach von der Produktion war es einfach nicht anders machbar die der eigentlich auch bedarf von seiner Komposition her. Und schlechte Songs gibt es ja keine drauf. Die sind alle geil. Es gibt halt wirklich nur ein paar, die ich hier rausstellen möchte, die einfach sehr von dieser Art der Produktion und von der 2023er Variante, muss man auch sagen, mit seiner Stimme, mit seiner Gitarre, auch irgendwie dann bekommt. Ne? Und die sind einfach gut gealtert und wurden dann ja in seiner Feinheit entsprechend so aufbereitet und profitiert halt, wie gesagt, am ehesten Blood Insanity von, mit großem Abstand, finde ich. Ansonsten aber, wie gesagt, Triumph of Death, Messiah und Horus Aggressor. Spannend dabei, und da sind wir dann auch bei Blood Insanity, es gibt natürlich ein paar Songs, die ursprünglich Steve Warrior und nicht Tom Warrior gesungen hat. Und die singt jetzt halt der zweite Gitarrist. Und der macht einen super Job, es wirkt fast wie aus einem Guss. Also neben, wenn du es weißt, hörst es, aber du würdest, wenn du wirklich naiv an die Sache rangehst und keine Ahnung hast, wer da singt und so, dann würdest du kaum Unterschied merken, weil die wirklich klingt dann wie ein bisschen anders gesungen, ein bisschen klassischer, aus dem, ja, auch in eine Black-Metal-Richtung gehend, in eine, ja, aber jetzt noch nicht völlig Geschreie, sondern eher so dieses Black-Thrashige. Und ja, funktioniert super daneben. Und ich finde es auch geil, dass Tom da nicht hingeht und sagt, nö, ich mache das jetzt alles selbst, sondern er will das halt auch dann letztlich, Steve Warrior ist nicht dabei und er will es dann halt aber auch jemand anders machen lassen und nimmt dann halt André Mathieu. Und das, finde ich, ist der wichtigste Punkt, der, wie sind die Songs halt transportiert. Und es ist sowas Spezielles, was wir bei Triumph of Death natürlich haben, dass es keine aktuellen Aufnahmen davon gibt, soll es auch nicht. Es gab nochmal die Re-Releases vor ein paar Jahren, aber es ist schon so, dass das gut über die Zeit gekommen ist. Also Songauswahl ist wirklich gut das. Was auch immer, finde ich, ganz wichtig ist bei einem Live, ist insgesamt diese ganze Aufmachung. Denn es ist ein Live-Album, es ist nichts Neues. Insofern musst du es auch spicken mit Inhalt. Und das ist wunderbar passiert tatsächlich. Also du hast hier überhaupt die Aufmachung, du hast es in dieser Buchoptik. Und du hast halt innen drin unglaublich viele Live-Bilder hier mit Hellhammer, Celtic Frost, von Bühne, aber auch von Tom und von den jeweiligen Persönchen, die halt auch da dann stattfinden. Natürlich am meisten von Tom, aber gut, er war nun mal auch Hellhammer, von denen, die anwesend sind. Aber alles in Schwarz-Weiß gehalten, unglaublich geil, oder in düster gehalten, auch teilweise mit Farbe. Unglaublich viel Content dazu auch, das ist tatsächlich auch immer sehr geil, wer es geschrieben hat, wer es auch dann hier immer gesungen hat, also André Mathieu hat halt, wie gesagt, Blood Insanity gesungen, Crucifixion haben sie beide gesungen und so weiter, Decapitate haben sie auch beide gesungen und wie gesagt, exklusiv Blood Insanity nur André Mathieu. Die Steve Warrior Songs sind in der Summe alle ein bisschen trashiger, muss man sagen, und wie gesagt, was fehlt hier? Ja, gar nicht so richtig viel. Weil ich finde, die Länge des Albums ist, wenn man nämlich das ganze Blabla hier weglässt. Damals, als ich die in Essen gesehen habe, hat er insgesamt mehr Ansagen gemacht. Vielleicht war das auch was Exklusives für alle Leute in der Good Old Zeche Karl. Sehr oldschoolig. Du hast aber immer dieses Publikum, hörst du dabei schön. Du hörst es auf einem ansprechenden Level. Es klingt nicht zu, ja, zu gewollt im Publikum. Aber du hörst auch immer diese Authentizität da drin. Immer, das war bei mir nämlich damals auch so. Ich habe mich da wiedergefunden, dass die Leute immer wieder die und das die ganze Zeit reingebrüllt haben. Und das hat man hier auch die ganze Zeit. Das ist echt spannend. Und du hast eine andere Besetzung übrigens als ich damals. Ich hatte damals noch Mia Wallace am Bass. Sie ist eine andere Dame. Das heißt, das Live-Gefühl ist nämlich fett. Die Songauswahl ist fett. Dadurch, dass die ganzen Ansagen hier nicht stattfinden. Bei mir hatte er damals mehr. Die finden hier nicht statt. Sind die guten über 55 Minuten Spielzeit echt passend hier, denn es ist fast reine Musikzeit und das ist dann alle absolut anständig. Die Songauswahl ist klasse, die Songs sind gut in die heutige Zeit transportiert worden und absolut letzte Punkt dann, das Artwork, das ganze Drumherum lässt schmökern. Man sitzt hier, man hört die CD und man guckt sich an, wie die das theoretisch live gespielt haben, auch wenn man nicht genau weiß, wo das ist. Was sind also die einzigen Wermutstropfen für mich? Dass es nicht nur ein Konzert ist, das machen nur noch sehr wenige, das finde ich schade. Aber tatsächlich ist das ein Wermutstropfen. Und vielleicht fehlt mir tatsächlich der Song Satanic Rites. Den hätte ich wirklich noch gerne dabei gehabt. Den haben sie aber einfach nicht
im Programm, muss man sagen. Das scheint einfach zu sein. Insofern ist es nicht zu kurz. Es könnte vielleicht zu kurz wirken für Konzert und so. Wenn das jetzt wirklich nur ein 50-Minuten-Konzert wäre, wäre es ein bisschen schade. Aber so lang ist es jetzt nun mal. Und dafür, dass man einfach diesen Hellhammer-Sound überhaupt noch kriegt, muss man ja auch mal so sagen, ist es einfach super grandios. Ich finde, die Songs kriegen ganz neuen, schönen Anstrich. Dadurch, dass die einfach diese 40 Jahre hat man halt nicht überall, geben einem echt viel. Also mir viel. Als super Hellhammer-Fanboy ist es einfach eine absolut, absolut geile Kiste und ein Must-Have, weil die Songs einfach eine neue Frische, einen neuen Druck und fernab dieser oldschooligen Kassettenrekorder-Produktion, ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben, aber es muss wirr gewesen sein, dass es einfach eine neue Frische bekommt. Das Einzige, was mir dann zu sagen bleibt, ist 5 von 5 Punkte, volle Punktzahl, wirklich einfach nur ein super, super geiles Live-Album mit Story und allen Faktoren, weil die Story ist halt 40 Jahre später, ne, dass es überhaupt sowas noch gibt. Das ist ja nichts, was aktiv ist, was wir immer noch live sehen können und so. Die sind jetzt noch live unterwegs und das ist jetzt nämlich das Einzige, was ich wirklich noch sagen kann, ist, ich habe irgendwo gelesen, dass der wirklich überlegt, noch mit Triumph of Death, nicht mit Hellhammer, aber in diesem Sinne, in diesem Spirit, nochmal Musik aufnehmen wollte und das wird einer der Alben, da lecke ich mir die Finger nach. Es ist sowas von mein Sound und das ist wirklich absolut, dass es nur Bock auf mehr macht. Es ist A, macht es Bock, mir die sofort wieder live anzutun, wenn die mal wieder in der Gegend wären. Aber halt tatsächlich auch, ob da vielleicht dann doch nochmal irgendwie im Spirit von Hellhammer neue Songs unter dem Banner Triumph of Death kommen. Ohne, dass die sagen müssen, das sind jetzt neue Hellhammer-Songs. Weil das, finde ich, ist die wichtige Unterscheidung. Und ich finde, da macht Tom Warrior einfach alles richtig zu sagen, nein, das ist Zeit, das ist damals, wir sind heute, Steve Warrior ist nicht einmal dabei und. Da finde ich es nur richtig, das unter einem anderen Label nachzusetzen. Dann hast du halt diese Subheadlines und so, das gehört dazu. Aber das als Hommage zu machen, finde ich einfach nur sensationell und einfach folgerichtig. Und deswegen von mir, Triumph of Death, Resurrection of the Flesh, eines der Highlights des Jahres. Klar, nichts Neues, aber wirklich richtig, richtig viel Spaß. Und für Hellhammer-Fanboys sowieso ein Must-Have. Von mir volle 5 von 5 Punkte. Klar hat es nicht mehr diesen mega oldschooligen Touch, ich kenne da jetzt einen habe ich im Sinn, der jetzt meckern würde, ja, aber damals war es schön rumpelig, heute ist es eher klar, ne, klar produziert, auch natürlich immer noch sehr, sehr fett und sehr verzerrt, aber hat natürlich nicht mehr diese Kassettenrekorder-Geschichte, aber Junge, wir haben 2023, ne, und deswegen gibt es hier für mich, außer dass, wie gesagt, nicht ein Konzert, aber das macht heute keiner mehr, davon muss ich mich vielleicht trennen. Satanic Rites wäre so schön gewesen, aber das habe ich auch damals mir schon gedacht. 2019, als ich die gesehen habe, oder 2018 war es, keine Ahnung. Und das wäre das Einzige. Und klar, vielleicht einzelne Songs könnte man immer noch drüber reden, aber die haben hier schon den Kern getroffen. Deswegen, wie gesagt, volle 5 von 5 Punkte, bevor ich mich jetzt wiederhole. Es ist einfach Spaß in Live-Album, muss man ganz einfach sagen. Tolle Optik, alles drumherum. Einfach klasse. So viel von mir zu Triumph of Death, Resurrection of the Flesh, dieses wunderschöne Ding. Und hört mal rein, kennt ihr vielleicht auch schon, kam jetzt auch schon raus, also wenn das Album rauskommt. Und wenn das Video rauskommt, war das Album schon draußen, so. Und lasst mich mal wissen, was ihr so denkt, was ihr so findet, tippt fleißig ein. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht habt, ich mache hier ab und zu Reviews. Auf jeden Fall geht es immer um Metal. Und ansonsten liked, disliked, reagiert auf welche Form auch immer. Ich freue mich darüber immer. Ich kommentiere auch immer zurück. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank an Triumph of Death, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Muss ich auch nochmal sagen. Jawohl, bis dahin. Ciao, ciao.